tödliche Messerattacke in einem Jobcenter in Rothenburg ob der Taube. Ein 28-jähriger Mann greift einen externen Gutachter mit dem Messer an und verletzt ihn tödlich. Es ist nicht der erste blutige Angriff in einem deutschen Arbeitsamt. Die Menschen in dem bayerischen Touristenstädtchen, wir sind geschockt. Heute soll der mutmaßliche Täter wegen Mordes dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Jobcenter heute Morgen. An der Tür weist ein Zettel darauf hin, dass es bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Die Menschen in Rothenburg noch immer fassungslos. Dass sowas zustande kommt, dass ein Mensch so sein kann, da komme ich nicht mit. Schrecklich. Es ist für uns unbegreiflich, dass sowas jetzt hier bei uns in der kleinen Stadt auch schon passiert. Es passiert gestern um die Mittagszeit. Ein 28-Jähriger hat einen Termin im Jobcenter. Plötzlich geht er auf einen Gutachter los, sticht mehrfach auf ihn ein. Der Verletzte ist dann trotz notärztlicher Reanimationsmaßnahmen seinen Verletzungen noch am Tatort erlegen. Der 61-jährige Gutachter war offenbar zu dem Fall des mutmaßlichen Täters hinzugezogen worden. Mitarbeitern des Jobcenters gelingt es schließlich, den Angreifer zu überwältigen. Der festgenommene Tatverdächtige ist ein 28-jähriger Mann, der mit einem Messer den Gutachter erstochen hat. Gerade Jobcenter werden aus den verschiedensten Motiven heraus immer wieder Ziel von Angriffen. Wie etwa in Leipzig 2013, als ein Mann mit einem Hammer auf eine Beraterin losgeht. Oder auch in Neuss 2012, als ein Mann mit einem Fleischermesser eine Mitarbeiterin ersticht. Brauchen Jobcenter also mehr Sicherheit? Dadurch, dass es ja nicht das erste Ereignis war, denke ich schon, dass da mehr gemacht werden müsste. Also ja, Taschenkontrollen könnten auf jeden Fall langsam her. Es sollte wahrscheinlich so Schleusen wie beim Gericht eingebaut werden oder ein Sicherheitsmann eingestellt werden. Dennoch, in Rothenburg will man das Jobcenter vorerst nicht zu einer Sicherheitsfestung machen. Warum aber hat der Tatverdächtige zugestochen? Welche Beziehung hatte er zu dem Gutachter? All das muss noch geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls hat Haftbefehl wegen Mordes beantragt.